Es ist Mittwochabend und dementsprechend bin ich natürlich hier wieder im Studio mittendrin mit, ihr seht es hier im Fernsehen rechts und links, Shimizu-san, Omano-chan. Und letztere will ich jetzt mal fragen, was heute besonders wichtig ist. What's the most important thing today? Yeah, it is a fit late decision tonight. Oh, that's awesome. Absolutely correct. Natürlich ist es die Zinsentscheidung der Fed und was es damit genau auf sich hat, womit wir rechnen müssen. Das werden wir jetzt mit Shimizu-san besprechen. Ich werde Mano-chan mal ein paar Minuten alleine lassen. Thanks a lot. Arigato gozaimashita. Thank you. Okay, Shimizu-san, now you are in charge. Please let us know what is most important about today's decision. It's a fat decision today. And we are going to, market is pricing in about 25 basis points for tonight. This is after they have done the first time cut and since 2008, late July. And this is a consecutive. And back in July, Mr. Powell said he was adjusting a midterm. It was just adjusting his policies. Nothing really changed. I guess what we have started seeing is a little bit of a ad hoc or play as it go along kind of policy at this point, because market all of a sudden September came in, the market expectation for a cut has kind of declined because of the improvement of U.S. Economic releases. 50 basis point down to, as I said, 25 basis point at this point. And any further cut for the rest of the year number came down too. That means U.S. economy is confident enough, or that means Federal Reserve is not capable of servicing a market expectation? We'll find out. This is a moment where we know exactly what the Federal Reserve or FOMC will do. It's more important or more market dependent on what Mr. Powell would say. We know what he's going to say, but he can't really say it. So, you know, he has reading between the lines. Yeah, he has to make it interesting, and then that's something of the unknown. And we'll find out in about 4 hours. 5 hours, depending where you are. okay. No, so, that's not a difference. That's true. Good point. Okay. Well, watch out, and we'll see how market reacts. Have a good trading. Thanks for your insight, Shimizu-san. Also, ich werde das nochmal kurz übersetzen. Er sagte natürlich nochmal, er bestätigte, dass die FED-Entscheidung, die ist natürlich heute am wichtigsten. Und dabei ist besonders wichtig das Statement. Denn insgesamt, dass es einen Zinsschritt gibt, das ist wohl eingepreist. Das wissen eigentlich die meisten. Obwohl es da in den letzten Tagen schon ein klein wenig einen Rücksetzer gab. Wir haben es ja schon gehört. Naja, nicht mehr 100% gehen davon aus, dass überhaupt was passiert. Ursprünglich waren wir von einem 0,5% ausgegangen worden. Irgendwann nur noch 0,25%, also 25 Basispunkte. Und ein bisschen gibt es vielleicht eine Restchance, dass nichts passiert, aber wenn man ehrlich ist, daran glaubt wohl keiner. Es wird aber wohl Auswirkungen haben auf das, was dann die nächsten Tage passiert, also nicht die nächsten Tage, aber die nächsten Tage im Rest des Jahres passiert mit der Fed. Was hat Powell für Möglichkeiten? Naja, eigentlich nicht mehr so arg viel. Wir werden sehen, wie er heute sich äußern wird, ob es dazu irgendeine Aussage gibt, wie er denn weiter verfahren will. Wir wissen, die Statements sind ja fast wichtiger als die Zinsentscheidung, denn die ist ja eigentlich eingepreist. Alle rechnen damit, solange es keine Überraschung gibt. Also deshalb um diese Uhrzeit natürlich nochmal aufpassen. Wie es dann weitergeht, gehen wird im Laufe des Jahres, das werden wir sehen. Wenn wir die Charts angucken, dann ist das tatsächlich gar nicht so negativ, wie sich das vielleicht anmuten lässt, denn wir sind beim Dow Jones ja immer noch knapp unter den Hochs, haben also eine relativ realistische Chance, dass diese Marke nochmal getoppt wird, dass der Markt also da nochmal überschießen wird. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ob er es dann tatsächlich tut, das werden wir natürlich abwarten müssen. Und ob er es dann jetzt macht, das ist dann der nächste relevante Punkt. Denn tatsächlich, wenn ich nur den Index angucke, der sieht eher kurzfristig sogar bärisch aus, ein bisschen schubmäßig nach unten, was das auch immer zu sagen hat, gerade wenn wir so viele Daten zu erwarten haben. Wir haben die Iran-Frage, naja, die lässt durchaus erwarten, dass wir Risiken nach unten haben. Wir haben jetzt heute die FED-Entscheidung, wir haben ja immer noch nicht die Handelssituation geklärt, also es sind viele Unsicherheiten da. Trotz alledem, kurzzeitig ist es jetzt heute erstmal nicht unbedingt mit großen Bewegungen vor der FED-Entscheidung zu rechnen. Zumindest ist das typisch. Danach allerdings schon. Deshalb mein Tipp, so nachmittags ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen langsamer unterwegs sein, vielleicht mal einen anderen Markt angucken. Aber um 8 Uhr bereit sein für die Bewegung, die genauer angucken und dann mal schauen, was man daraus machen kann. So, Sie können sich uns noch mal einmal genauer angucken. Wir sagen noch mal Tschüss. An dieser Seite wünschen alles Gute. Toi, toi, toi. Bis zum nächsten Mal.